Weil sie gedacht haben, ja komm, die hauen wir wieder rein, die waren gut damals. Die Bugs damals aus der Beta. Jo Leute, willkommen zurück zu Blended Side 2. Lang, lang, lang ist es her, dass ich es gespielt habe. Und Markus noch Ja, viel, viel länger. Und Sven nicht. Das weiß Sven ich nicht. ist fast schon fertig mit dem ganzen Gedöns. Er spielt jetzt hier Stalker-Spion, dass er die Bonbonkanone voll kriegt. Yeah. Kann ich mal spawnen da, ey? Voll die Farsche. Wir haben sogar eine rasierte Muschi bei uns im Trupp. Soll ich den Sanderer aufstellen? Ja, das wäre. Der ist doch ein Sander. Ah. Soll ich noch einen Sander aufstellen? Ja. Echt, wir haben hier einen Sandy. Jo, wir haben hier einen Sandy. Den stelle ich dir keinen mehr auf. Leider ist bei Blended Side ein bisschen stupide geworden, weil irgendwie kannst du nichts mehr erreichen, außer halt Level-Ups, aber das ist jetzt auch nicht gerade so. Ja doch, du kannst ja, Millionen machen, zum Beispiel wie ich. Ja, natürlich, das Event jetzt momentan, aber ich meine so neue Waffen, neue Panzer, was alles haben angekündigt haben wir doch jetzt auch was draus, drei neue Waffen und Blended Side 2.0 kommt irgendwann in den nächsten Wochen raus. Ja, ja, soll kommen. Wenn ich irgendwann noch hinkriegen. Irgendwann. Das Spiel wird dermaßen unspielbar, weil es so viele Bugs gibt, neue Bugs, wo sie nicht geguckt haben. Alte Bugs, die noch neuer sind. Genau. Alte Bugs, die sie wieder reinhaben, ja. Weil sie gedacht haben, ja komm, die hauen wir wieder rein, die waren gut damals. Die Bugs damals aus der Beta sind alle wieder da. Jawohl. Alle. Die Rotmaps sind auch weg, dann kann man direkt neben den Warp gehen. Genau, die machen jetzt erst einmal so ein bisschen Trollerlol und zwar machen sie jetzt erstmal wieder so standardmäßig, wir nehmen nur noch Kultur und da spielen jetzt alle drauf. Hat überhaupt also, irgendjemand... ihr 1000 Spieler, ihr dürft jetzt dann auf 8 Basen kämpfen. Hat jetzt eigentlich irgendjemand schon mal das von 2.0 gesehen? Ja. Ja, doch, schon. Echt? Aber ich nicht. Jeder, irgendwas. Ja schon, aber ich nicht. Ja, es gibt schon die Arndt, also das neue Ameisenfahrzeug, haben sie schon previewed und den einen Geschützturm, so ein Anti-Air-Geschützturm ist auch schon previewed. Na super, zwei Sachen. Für ein komplett neues Spiel. Naja, der neue Spielsammler-Update. Der Arndt ist quasi das Hauptelement des neuen Spiels. Weil das ist das Gerät, das die Ressourcen abbaut. Stimmt, das gibt's ja mit Ressourcen, aber mit Basis bauen und den ganzen Gedöns. Gut, dann ist voll viel los. Wird's vielleicht ein bisschen spannender wieder. Ja, das war super spannend. Ja, der Angriff war jetzt so in der Nase bohren. Ja, ich dann geh halt irgendwo Hosten oder so. Nein, was will ich denn Hosen? Wir haben auf amerischer Meer. Ne, Hosen haben wir. Ich brauche eine verdammte Kiste der Bombenkanone. Markus, wollen wir Harris erfahren? Ja, ich würde mal eine Schlacht suchen, bitte. Wo man da was kämpfen darf. Willst du dich reinsetzen oder was? Nein. Wie wär's denn? Wir gehen nach Eisershausen, da kämpfen sie. Was ist da? Da ist gut was los. Auf geht's. Wir gehen auf Ring gerade, aber okay. Ja, Ring ist mir zu lasch. 1,12 am Arsch. Wir gehen auf Ring, Alter. Ja, da kann ich vielleicht sogar ein paar Leute mit der Bombenkanone absnacken. Wen? Eins von den 12? Ab so einem Kampf mit 24 bis 48 brauche ich es nicht mehr probieren. Aber ich probiere es. Da stehen dann nämlich immer vier Gegner nebeneinander. Nein, der fährt falsch, der Typ. No. Braucht die Gegner einzeln und sie dürfen sich am besten nicht bewegen. Super. Ey, ich muss jetzt mal gucken, wie viele Kills ich mit der Bombenkanone habe. Ich habe 8 Stück geschafft, mit Maske zu töten. Und ich gucke jetzt mal nach, wie viele Kills ich wirklich damit gemacht habe. Brauche noch für die Grundausbildung ein Terraner und 4 Vanus und einen Schildgenerator. Kann das spielen, keine Ahnung. Doch, ich brauche. Ziel, sie hat es noch nicht geschafft. Nee, ich hab derzeit seit dem letzten Event, was ich dabei war, oder Aufnahme, nicht mehr gespielt. Ich auch nicht. Wo sieht man, wie viele Kills man mit einer Waffe gemacht hat? Beim ganz linken. Bei Statistik. Genau. Ah, Waffen. Da suche ich jetzt nach... Bonbon. Pistole. Bonbon, gib mir Gumgum. Bonbon-Kanone. 46 Kills habe ich gemacht. 46 Kills und ich möchte anmerken, davon waren 8 mit Maske. Yes! Nein! Der Wichser hat aber eine Shotgun.
Das heißt, jeder achte Kill hat erst gezählt. Ich hätte die Mission schon viermal abgeschlossen, so ungefähr. Und man kann Rache nehmen, man muss 25 zahlen. Ja, 25 Cent. So. Ja, super, was heißt, was passiert dann? Er stirbt einfach, glaube ich. Nein. Das ist ja der Witz, der stirbt noch nicht mal. Sondern, es wird ein Kopfgeld auf ihm rausgehängt und wenn man ihn dann tötet, dann bekommt man selber fürs Kopfgeld legen und derjenige, der ihn tötet, 100 Bonus XP. Das war's. Für Geld. Und er hat so ein Schildchen über dem Kopf hängen. Das sagt ja. So, das will jeder haben. Also ja. Das lohnt sich total, da Geld reinzustecken. Das lohnt sich, Alter. Das macht jeder. Das lohnt sich wie Fußpilz. Tatsächlich, in den ersten zwei Tagen sind da Leute damit rumgerannt und dann nie wieder. Scheiße. Heute habe ich wieder einen gesehen am ganzen Tag. Ja, was einfach unnötig ist. Sag ja, das ist so unnötig wie die Eier von einem Eunuchen. Das ist total hirnrissig. Das ist genau so unnötig wie Football, Alter. Alter, hier ist nix. Das kannst du knicken. Doch, da ist was, Alter. Das sind sogar Maxes. Wurde sogar gekillt, ey. Das ist von so einem Hunson. Bei Hunson 8. Huranson. Hundesohn. Löwenkind, Alter. Ich guck jetzt gerade The Hole an, ne? Das ist ein Horrorfilm. Das Loch. Ja. Nicht The Visit oder so. The Visit kommt erst noch ins Kino. Ah, stimmt. Ne, ja. Der ist doch schon draußen. Ja, oder kam jetzt ins Kino. Da war ein Kollegen von mir drin. Das ist doch mit der Hexe oder irgendwas. Ach, ja, mit der Oma. Muss ich sagen, geh mal in den Ofen rein. Man schiebt sie voll rein, Alter. Was war das? Ich hab noch nicht angeguckt, aber danke für den Spoiler. Hä, das ist ein Ding. Ein Trailer. Ein Trailer-Dev. Den hat er wahrscheinlich auch nicht angeguckt, aber mitreden. Ach man, oh nein, das kommt ja von hoch. Hinten. Ich werd auch nur von einem Kilt immer. Ich hab schon wieder eine richtig geile KD heute. Ja, ich auch 0,72, weil ich die ganze Zeit mit einer Pistole in der Hand rumrenne. 0,7 wäre schön, ich hab 0,2. Ich möchte anmerken, ich hab 0,7 mit einer Pistole in der Hand, die Bonbons schießt. Ulf, rockt. Ist so. Oder das Beste. Bist du jetzt denn getötet? Boah, Mann, das ist so tot langweilig. Echt, welche Waffen gibt's denn? Schönes. OP-Waffe für die Warmus? Die Terraner haben voll die OP-Waffe bekommen. Die Gate irgendwas. Die hatten ja immer die Vulcan, ne? Ja. Und die ist ja für den Nahkampf extrem stark. Und jetzt haben sie so eine Gate irgendwas, Gatekeeper, genau. Und die ist halt auf dem Nahkampf quasi dasselbe. Auf dem Fernkampf quasi dasselbe. Also ich sehe irgendwie keine neuen, die wir haben. Die waren uns haben dann so einen aufladbaren Schuss irgendwie. Der, wenn aufgeladen ist, ziemlich gut Damage macht und wir haben so ein Ding, das Granaten wirft. Nicht wo denn? Nur der. Beim Harrison. Harrison Vanguard. Noobtuber. Also nur Ding. Nur Fahrzeug. Geschlagen hat 10 Minuten ist fast kein Kill mehr gemacht. Was, Dark ist offline, Alter, was soll denn das? Weshalb, das ist 10. Dark muss dann immer ins Bett. Ja, 10 Uhr, Mann! Also, bitte, so alt ist der Mann jetzt auch wieder nicht. Wollt nach hin. War Kinetic. Also, nee. Barrel listening. Hey, ich bin. Nee. Ich bin nö. Ja, du bist nö. Nix. Du bist nö. Wow, da war ein Panzer nicht. Tja, scheiße, ne? Juhu, Anweisungsupdate. Was hab ich denn gekriegt? Killer TR. Boah, ja, buja. Ein Sander gekillt, weil ich auf ein Ding geschossen habe, auf eine Mine. Cool. Das war jetzt mal nice. Aber es war in der Aufnahme. Das war natürlich in der Aufnahme. Und du verkackst es immer so. Ja, ich bin trotzdem noch negativer, deutlich im Negativen. Ich bin mal wieder kein Inchi, obwohl ich Panzer fahre. Ich muss mich so hart gewöhnen, ich will immer, wenn ich Granate werfen will, drücke ich auf 1. Warum 1? Achso. Wegen Battlefront. Stimmt, wir haben ja Battlefront gezockt. Ja, die Beta hat vorhin schon geendet, kurz nachdem Markus weg war. Ja. Die hat voll früh geendet. 10 oder nicht? War eigentlich drin. Naja, die hat schon später geendet. Als sie gestartet ist. Ja, die haben noch mal um 1,5 Tage verstorben oder so. Ja, das ist so gut. Für den Server ist es doch guter Test alles. Ja, eben. Aber das machen inzwischen alle Entwickler, wenn die Beta läuft, dann verlängern die einfach die Beta
um zu testen, ob das auf Dauer dann auch bei dem Anschwung und so noch läuft. Und wenn sie nämlich nicht läuft, die Beta,